Wie wäre es, wenn wir immer dann, wenn etwas schiefgegangen ist, die Zeit anhalten könnten, um es nochmal und dann besser zu machen? Nicht nur bei kleinen Missgeschicken, sondern bei den großen Katastrophen unserer Zeit. Wir machen das diese Woche. Dabei ist es faszinierend, wie winzig das Detail ist, das man ändern muss, um den Lauf der Geschichte neu zu schreiben. Die deutsche Geschichte zum Beispiel. Was lief schief beim Attentat auf Adolf Hitler? Welches kleine Detail hätte hier die Geschichte verändert? 20. Juli 1944. Wir sind im Führerhauptquartier auf der Wolfsschanze. Im Raum Adolf Hitler und sein engster Stab. Vertieft in eine Lagebesprechung. Dieser Mann platziert gerade eine Bombe im Raum. Sein Name, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Sein Ziel, Hitler töten. Doch irgendetwas läuft schief. Wir halten die Zeit an, finden heraus was und verändern die Geschichte. Dafür reist Galileo-Moderator Stefan Gödde zurück ins Jahr 1944. Zu diesem Zeitpunkt herrscht bereits seit fast 5 Jahren Krieg. Der Tod Adolf Hitlers an diesem Tag hätte den Zweiten Weltkrieg vorzeitig beendet. Das Attentat hatte nur einen Haken. Nur ein winziges Detail hat nicht gestimmt. Heute wissen wir, der Zeitpunkt war der richtige. Die Bombe ist explodiert. Hitler war im Raum. Und dennoch, der Diktator hat das Attentat überlebt. Der Grund? Stauffenberg hat nur einen kleinen, aber sehr entscheidenden Fehler gemacht. Nur ein kleiner Handgriff hätte die Geschichte verändert. Doch von Anfang an. Wer ist dieser Stauffenberg eigentlich? Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, will Adolf Hitler 1944 töten. Denn er will den Krieg beenden. Ein paar Jahre früher ist der Sohn einer Adelsfamilie selbst noch überzeugter Nazi. Sein Plan? Karriere bei der Wehrmacht. Und der geht auf. Morgen, meine Herren. Morgen. Stauffenberg steht zunächst voll und ganz hinter Hitler und dessen Politik. Seine Bewunderung erleidet jedoch die ersten Dämpfer, als er 1943 bei einem Tieffliegerangriff in Tunesien schwer verwundet wird. Stauffenberg verliert sein linkes Auge, seine rechte Hand und 2 Finger an seiner linken Hand. Trotzdem bleibt er Hitler zunächst treu und schafft es kurze Zeit später sogar bis zum Oberst. Doch im Laufe des Krieges beginnt Stauffenberg immer mehr an Hitlers Führung zu zweifeln. Aus gutem Grund. Der Krieg entwickelt sich anders als von den Nazis erwartet. Aber was ist bisher eigentlich passiert? Seit Kriegsbeginn 1939 sind Millionen Menschen in ganz Europa gestorben. Während die Nazis in den ersten Kriegsjahren Erfolge feiern und das Deutsche Reich wächst, ist 1944 das Jahr, in dem die Alliierten die Deutschen nach und nach in die Knie zwingen. Im Westen die Landung in der Normandie. Im Osten die Großoffensive der Roten Armee. 1944 ist klar, der Krieg ist verloren. Doch Hitler denkt nicht an Kapitulation. Im Gegenteil, er will kämpfen. Bis zum letzten Mann. Bis zum letzten Atemzug. Sie bringen gefälligst Ihre Truppe auf Vordermann! Zu diesem Zeitpunkt ist klar, wenn der Krieg weitergeht, werden weitere Millionen Menschen sterben. Genau das will Stauffenberg verhindern und wendet sich insgeheim ab. Er sucht mehr und mehr den Kontakt zum Widerstand. Ihr Plan? Ein Attentat auf Hitler. Es soll dort stattfinden, wo niemand damit rechnet, im Führerhauptquartier auf der Wolfsschanze. An diesem Tag
wird sich alles ändern. Doch das Attentat wird scheitern. Und Stauffenberg noch am selben Tag zum Tode verurteilt. Viel Glück. Aber was hat Stauffenberg falsch gemacht? Was hat das Attentat zum Scheitern gebracht? Wir reisen zur Wolfsschanze im heutigen Polen. Dorthin, wo alles geschah. Finden wir hier heraus, wie wir die Geschichte verändern müssen? Vom einstigen Führerhauptquartier ist nicht mehr viel übrig. Nur ein paar Ruinen erinnern an den Ort von damals. Der Grund? Kurz vor Kriegsende sprengen die Nazis ihr Hauptquartier selbst in die Luft. Das Bunkersystem soll nicht den Russen in die Hände fallen. An Stauffenbergs Attentat erinnert heute nur noch ein Gedenkstein. Was geschah damals? Wir treffen den Mann, der dabei war. Den letzten noch lebenden Zeitzeugen des Attentats. Kurt Salterberg. Er ist heute 94 Jahre alt. Ich habe lange Jahre gebraucht, um überhaupt über dieses Ereignis wieder zu reden. Das, was wir später alles erfahren haben und was wir damals nicht wussten, das führt uns heute natürlich zu einem anderen Erkenntnis. Heute bereut Kurt Salterberg vieles, was damals passiert ist. Hier war nämlich der Eingang zum Sperrkreis 1. Wir sehen dort noch die ehemaligen Pfosten, wo die Schranken untergebracht waren. Und genau diese Schranken muss Stauffenberg passieren. Die Wolfschanze ist im Zweiten Weltkrieg das militärische Lagezentrum der Wehrmacht. Aber vor allem das Führerhauptquartier. Ein System aus Bunkern und Baracken, gut geschützt im dichten Wald. Die Anlage besteht aus drei Sperrkreisen. In Sperrkreis 3 liegen die Wohnunterkünfte der niederen Dienststellen. Dieser Bereich ist für die Nazis ohne Ausweis passierbar. Auch Sperrkreis 2 ist wenig bewacht. Hier liegen die Dienststellen der Kommandoführer. Die Hochsicherheitszone beginnt in Sperrkreis 1. Hier sind alle wichtigen Regierungsstellen, das Oberkommando der Wehrmacht und der Nachrichtendienst. Hitler hält sich in Sperrkreis 1a auf, dem Zentrum der Macht mit der höchsten Sicherheitsstufe. Hier stand Kurt Salterberg mit dem Auftrag, Adolf Hitler beschützen. Doch Stauffenberg hatte Glück. Er entging der Kontrolle durch Kurt Salterberg. Der Grund? Brauchte ihn nicht zu kontrollieren, denn unsere Wachvorschrift bestand darin, alle Personen, die in Begleitung von Generalfeldmarschall Keitel kamen, wurden nicht kontrolliert. Für die Person war Keitel zuständig und dort hatte ich nicht die Vollmacht, Kontrollen durchzuführen. Stauffenberg hat es mit einer Bombe im Gepäck bis in den Sperrkreis 1 geschafft. Alles, was er noch tun muss, die Bombe scharf machen und in dem Raum platzieren, in dem die Lagebesprechung stattfindet. Herr Oberst, hier entlang. Guten Tag. Sagen Sie, wo kann ich denn hier mein Hemd wechseln? Folgen Sie mir bitte. Es ist Sommer. Unter dem Vorwand, wegen der Hitze sein Hemd wechseln zu wollen, geht Stauffenberg in ein Nebenzimmer. Weil ihm eine Hand fehlt, gibt er vor, die Hilfe seines Offiziers Werner von Haften zu benötigen. Herr Oberst, die Besprechung beginnt gleich. Augenblick noch! Von Haften ist eingeweiht. Er und Stauffenberg haben zwei Plastiksprengsätze von je einem Kilogramm im Gepäck. Die müssen sie scharf bekommen. Niemand ahnt, was die beiden vorhaben. Der Führer ist eingetroffen. Weil die Besprechung mit Hitler früher als erwartet beginnt, geraten sie unter Zeitdruck und bekommen auf die Schnelle nur einen Sprengsatz scharf. Den nimmt Stauffenberg mit. Den zweiten, unscharfen Sprengsatz packt Haften wieder ein. Stauffenberg bleiben ab jetzt nur noch rund 10 Minuten, ehe die Bombe explodiert. Die Bombe besteht aus einem sogenannten chemischen Bleistiftzünder, der im Plastiksprengstoff steckt. Darin befindet sich eine Federhülse, in der eine mit Säure gefüllte Glasampulle liegt. Durch das Zerdrücken der Kappe wird die Glasampulle zerstört. Die darin enthaltene Säure zerfrisst den Haltedraht einer gespannten Feder mit Zündbolzen.
Ab jetzt dauert es etwa 10 Minuten, bis der Haltedraht reißt und der innenliegende Schlagbolzen auf das Zündhütchen trifft. Das führt zur Zündung des umliegenden Plastiksprengstoffs. 10 Minuten. So lange hat Stauffenberg jetzt Zeit, die Bombe zu platzieren und zu flüchten. Er stellt die Tasche mit der Bombe unter den Besprechungstisch in die Nähe von Hitler. Doch wie kommt Stauffenberg aus der Nummer wieder raus? Er gibt vor, ein wichtiges Telefonat führen zu müssen. Zum Glück für ihn sind alle in die Besprechung vertieft. Niemand schöpft Verdacht. Herr Stauffenberg kam nach wenigen Minuten, wo er die Baracke betreten hatte, schon wieder heraus. Und auf dem Weg zu mir fiel mir auf, dass er kein Koppeltuch mit Pistole, was er vorher hatte. Was ist in der Baracke passiert? Meier, zur Lage. Niemand ahnt, was gleich geschehen wird. Und Stauffenberg weiß nicht, dass Hitler das Attentat überleben wird. Wir halten die Zeit an. Der Moment kurz vor der Explosion. Was ging schief beim Attentat? Es gab einige Dinge, die zum Scheitern führten. Die Lagebesprechung fand in einer Baracke statt. Ein Leichtbau, aus dem die Druckwelle der Explosion entweichen konnte. Und es war Sommer. Wegen der Hitze waren die Fenster geöffnet. Auch ein Grund, warum die Druckwelle entweichen konnte. Aber der entscheidende Fehler war wohl dieser hier. Einer der Anwesenden verschiebt die Tasche, um besser an die Karten zu kommen. Stand die Tasche zu weit weg von Hitler? Verändern wir also nur ein kleines Detail. Wir stellen die Tasche mit dem Sprengsatz wieder auf die ursprüngliche Position, näher an Hitler. Doch hätte das wirklich geholfen? Nein, Hitler hätte auch das überleben können. Laut Experten hat vor allem der schwere Eichentisch Hitler vor der Explosion geschützt. Und etwa 10 Minuten später erfolgte dann die gewaltige Explosion, die ich von hier aus beobachten konnte. Und Hitler befand sich aber noch längere Zeit in der Lagerbaracke und kam erst nach etwa 10 Minuten aus der Lagerbaracke mit 2 Personen begleitet heraus. Er war verwundet, seine Kleidung war zerfetzt. Dieses kleine Detail hätte den Lauf der Geschichte also nicht verändert. Welches dann? Nach dem fehlgeschlagenen Attentat dauert der Krieg in Europa noch knapp ein Jahr. Millionen Menschen verlieren in dieser Zeit ihr Leben. Auf allen Seiten. Wie hätte man all das verhindern können? An welcher Stelle müssen wir die Geschichte verändern? Genau hier. Beim Vorbereiten der Sprengsätze. Der Führer ist eingetroffen. Was haben Stauffenberg und Haften an dieser Stelle falsch gemacht? Wir halten die Zeit an. Stauffenberg und Haften waren unter Zeitdruck. Den zweiten Sprengsatz hatten sie nicht scharf bekommen und deshalb nicht mit in Stauffenbergs Tasche gepackt. Und genau das war der Fehler. Hier verändern wir die Geschichte. Mit einem einzigen kleinen Handgriff. Wir geben Stauffenberg auch den zweiten, unscharfen Sprengsatz mit. Denn auch wenn der Sprengsatz unscharf ist, durch die Explosion des scharfen Sprengsatzes würde er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls zünden. Und die Explosion wäre um einiges stärker. Mit dem zweiten Sprengsatz in der Tasche wäre die Wahrscheinlichkeit am größten gewesen, Hitler zu töten, ganz egal, wo die Tasche platziert worden wäre. Der Zweite Weltkrieg wäre früher vorbei gewesen und Millionen Menschenleben verschont geblieben. Und wer weiß, vielleicht hätte die Geschichte kurz danach so ausgesehen. Die deutschen Wochennachrichten. Am 20. Juli 1944 wurde Adolf
Adolf Hitler bei einem Sprengstoffanschlag im Führerhauptquartier getötet. Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, der Drahtzieher des Attentats und einige Widerstandskämpfer haben Deutschland neu geordnet. Die Friedensverhandlungen mit den Alliierten waren erfolgreich. Der Krieg ist vorbei.